Ja, liebe Facebook-Freunde, das ist jetzt kein ausgesprochener Corona-Song. Aber letzten Endes geht es natürlich immer wieder noch um die Corona-Songwriter-Challenge. Wir sind jetzt inzwischen bei Tag 15 angelangt. Ich habe ein paar Tage Pause gemacht. Jetzt hole ich mal gerade wieder auf. Und dieses Lied ist entstanden, als ich einen Film gesehen habe über das Thema erneuerbare Energien. Und ja, ihr wisst das, wenn ich sprachlos bin, dann hilft nur noch Lied schreiben, weil ansonsten kann ich das nicht verarbeiten. Und ich habe einen Film gesehen von Michael Moore und der hat mein komplettes Weltbild mal ebenso in 2 Stunden auf den Kopf gestellt. Kann ich nur empfehlen, guckt euch das an. Es geht um erneuerbare Energien. Wer das gerne wissen möchte, hier unten verlinke ich den Film. Und das ist das, was ich dazu sagen, beziehungsweise singen kann. Aber passt auch zu der Situation jetzt. Fang an zu fragen, was sie sagen. Schau, wer dahinter wirklich steckt. Lausch ihren Worten an allen Orten. Prüf, was wirklich hier geschieht. Hör, wie sie lügen und wie sie betrügen. Und hör den Mantel der grünen Tätigkeit. Wie sie es machen, sich ins Fäustchen lachen über unsere Ahnungslosigkeit. Was wäre, wenn ihre Worte auch nur eine große Blase wären? Warum würden sie sonst noch mehr unser Planeten mit sogenannter grüner Technik zerstören? Wach auf, steh auf, du Menschen- und Erdenkind. Wir sind ein kleines Rädchen auf der Erde, doch hinterlassen Spuren, die unheilbar sind. Solarpaneele sind umweltfreundlich, so hat man es bei mir beigebracht. Doch niemand hat mir gesagt, dass man sie aus Kohle und seltenen Erden macht. Dass es mehr Kohle braucht, um sie zu produzieren und sie nicht lange haltbar sind. Das gleiche gilt für die Mega-Anlagen, die einfangen sollen Energie durch Wind. Wenn klimaneutrale Energie bedeutet, dass man Strom aus Biomasse macht, dann hat dabei an das Abholzen ganzer Wälder und die Folgen davon niemand wirklich gedacht. Wach auf, steh auf, du Menschen und Erdenkind. Wir sind ein kleines Rädchen auf der Erde, doch hinterlassen Spuren, die unheilbar sind. Wie sie uns leiten seit langen Zeiten, damit wir dumme Schafe sind und fossile Energien ablehnen, damit denen, die uns davon befreien, hörig sind. Doch wenn ich tiefer sehe, ganz in der Nähe von allen Führern der grünen Welt, stehen große Konzerne, die aus der Ferne scheffeln mit unserer Dummheit Geld. Sie halten uns die Karotte hin von sauberer Energie, zerstören dafür riesige Flächen Natur mit sogenannter grüner Technologie. Wach auf, steh auf, du Menschen und Erdenkind. Wir sind ein kleines Rädchen auf der Erde, doch hinterlassen Spuren, die unheilbar sind. Die Technokratie ist ein gieriges Monster, das sich über alle Natur erheben will. Doch so geht es nicht weiter, denn die Wahrheit ist nicht mehr still. Wir können nur bestehen, wenn jeder wieder reiht sich ein und sich jetzt Teil der Natur sind und Verantwortung nimmt, Bewahrer der Erde zu sein. Zu sein. Ich kann nicht schweigen, muss darauf zeigen, dass ich es jahrelang geglaubt, aber gelebt, hab Ökostrom gekauft und wirklich geglaubt, dass damit Gutes einhergeht. Hab mich blenden lassen von den Massen, die für Klimawandel aufstehen, sogar Lieder geschrieben, die Menschen lieben, die für den Naturschutz gehen. Doch was hinter dem Ganzen wirklich steckt, ist einfach ungeheuerlich. Wenn wir nicht bald ernsthaft wach werden, wird unsere Zukunft und die Erde fürchterlich. Wach auf, steh auf, du Menschen und Erdenkind. Wir sind ein kleines
kleines Rädchen auf der Erde, doch hinterlass du Spuren, die unheilbar sind. Wach auf, steh auf, du Menschen und Erdenkind. Wir sind ein kleines Rädchen auf der Erde, doch hinterlass du Spuren, die unheilbar sind. Also nehmt euch ungefähr die 2 Stunden, guckt euch diesen Film an. Und dann guckt in eure Energiebilanzen. Fangt an, Energie zu sparen, so wie das unsere Eltern gemacht haben oder unsere Großeltern auch. Weil unser Lebensstil, den können wir so nicht aufrechterhalten, definitiv nicht. Und wie gesagt, Solarzellen sind keine Alternative. Windkraftanlagen sind keine Alternative. Wasserkraft ist keine Alternative. Fossile Brennstoffe sind eigentlich genug da, aber wir verbrauchen einfach viel zu viel davon. Also, wie können wir unseren Konsum von Strom einfach reduzieren? Und wir sehen es ja jetzt letzten Endes in der Corona-Zeit, wie viel tatsächlich nötig ist und wie viel wir die ganze Zeit machen, was gar nicht nötig wäre. Und vielleicht muss man einfach andere Alternativen finden oder sich mal selber um seinen Strom kümmern. Wäre ja auch was. Sich darauf zu konzentrieren, dass wir dezentrale Hauskraftwerke haben oder für die Orte kleine Kraftwerke haben, die wir mit Wind und Sonne betreiben können. Am besten schwarze Gummiröhren aufs Dach, Wasser aufheizen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also, stay tuned, bleibt neugierig, fangt an zu forschen und glaubt nicht alles, was euch in der Schule oder in den Medien erzählt wird. Fangt an zu fragen. Alles Liebe.